Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft, die Legende von Mount Bittermore. Und jetzt geht schon wieder die Sonne unter, hinter Super Mario versinkt sie im Meer. Wir gehen also erstmal schlafen hier und dann geht's weiter mit der landwirtschaftlichen Tätigkeit hier. In der letzten Folge haben wir ja hier mal angefangen mit dem Weizenfeld und ein Korn im Weizenfeld, ein Bett im Kornweizen, keine Ahnung. Das hier werde ich jetzt, glaube ich, doch abreißen alles und neu machen. Das passt hier jetzt nämlich nicht ganz zusammen mit den bereits gebauten Teilen. Das heißt, eine neue Kürbisfarm, eine neue Melonenfarm werden wir anlegen. Und hier hinten sieht man es nicht, weil der Berg davor ist. Da ist ja auch noch Platz. Da kommen dann Karotten und Kartoffeln hin, aller Voraussicht nach. Oder auch die Hühner. Jetzt legen wir uns aber erstmal ins Bett hinein. Und es ist ein neuer Minecraft-Morgen und frisch mit Tatendrang bewaffnet. Stürzen wir uns erstmal hier in unsere Kiste rein, denn wir haben ein paar Sachen, die wir unterbringen müssen, dürfen, sollen. Nämlich zum Beispiel hier ein bisschen Zuckerrohr und ein bisschen Kleinzeug. Und hier ist noch rohes Rindfleisch, das verdirbt, wenn wir es nicht schnell braten. Hier drin ist noch Stein. Okay, den Stein lege ich erstmal hier in die Kiste rein. Einfach mal so. Warum auch nicht? Den Weg haben wir soweit fertig. Das heißt, wir können auf jeden Fall mal hier von den Steinziegeln die Stacks, die ganzen hier reinlegen. Da können wir noch einen Stack machen. Und 20 behalte ich mal. Wer weiß, vielleicht habe ich ja noch ein bisschen was, was ich an einigen Stellen noch bauen oder verbessern muss. Werkzeugtechnisch sind wir auch ausgestattet für unsere heutige Tätigkeit. Und das Fleisch hier ist jetzt mit Sicherheit auch gerade gebraten. Das nehmen wir einfach mal mit. Das können wir dann ja so nach und nach essen. Hier ist ja eine körperlich schwere Tätigkeit, der wir jetzt nachgehen werden. Nämlich Landwirtschaft bzw. die Erweiterung bestehender landwirtschaftlicher Gefilde oder wie auch immer man das dann nennen mag. So, Zäune brauche ich gerade mal nicht. Hier schütte ich mal ein bisschen Wasser rein. So. Holen wir uns mal hier ein bisschen was. Da haben wir eh schon ein paar mystische Wirbel hier. Man sieht, es sollte vielleicht ein bisschen tiefer tauchen. Dann sollte das, glaube ich, nicht passieren. Da oben können wir uns ja gleich uns eine endlose Quelle machen. Da müssen wir nicht jedes Mal runterlaufen hier. Das müsste eigentlich so gehen. Jawohl, da haben wir hier eine endlose Quelle. Und hier rein und endlose Quelle. Und hier und wieder und können wir, glaube ich, auch so machen. Und ja, fehlt hier in der Mitte noch was. Fertig ist der Wassergraben. Den müssen wir jetzt natürlich noch abdecken. Und da habe ich vor. Ja, ist natürlich die Frage jetzt. Wir können nicht auf der gleichen Ebene hier diese Steine weiterpflastern. Was ja schon, also diese Slabs, die müssen wir um eins erhöhen. Die Frage ist natürlich jetzt, wie sieht das aus? Möglicherweise sieht das total miserabel aus und übrigens, den Eimer könnte ich ja eigentlich mal befüllen hier noch, so. Und das werden wir jetzt einfach mal testen. Zu diesem Zwecke hier brauchen wir natürlich mal, haben wir jetzt hier mal ein Erdstückchen gebraucht, aber jetzt geht es schon wieder so weiter und ich fürchte ja fast, dass das einfach nur miserabel aussieht. Das irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwie stört mich das. Irgendwie passt das hier nicht. Wenn das hier so erhöht ist. Nee. Das muss weg. Weg damit. Da machen wir Seerosen drauf, wie wir es ja schon bei unserem alten Feld gemacht haben. Finde ich jetzt persönlich schöner. Kann natürlich sein, dass ihr sagt, hey, die Slabs haben eh ganz gut ausgesehen. Ja, ich find's halt irgendwie nicht so toll, aber jedem seine eigene Meinung. Habe ich nichts dagegen. Seerosen. Hier sind sie drin. Wieso haben wir eigentlich nur 17 Stück? Wir hatten doch mal. Hatten wir nicht mal irrsinnig viele? So ein 64er Stack? Wo sind die alle hin? Das kann doch gar nicht sein. Sind die etwa hier? Das ist doch kein Baumaterial. Sind die alle verdorben oder was? Wir hatten mal richtig viele Seerosen. Nee, aber jetzt haben wir nur noch die. Wo sind die hin? Sind die etwa noch in der Saddam-Kiste hier unten? Kann mir jetzt gerade gar keinen anderen Ort vorstellen, wo die sein könnten. Nee, das sind nur ein paar
Bisschen Kleinzeug drin. Eier. Das nehmen wir mal mit hier. Ja, wenn es uns nicht reicht, weil wir dann ja noch weitere Wassergräben für die Karotten und die Kartoffeln anlegen müssen, dann werden wir wohl oder übel nochmal in den Sumpf gehen müssen und dort Seerosen holen. Ich schätze fast, dass wir das eben tun werden müssen, weil das wird nicht reichen. 8 Stück. Weißt du was, wir machen das jetzt gleich. Da hinten ist ja irgendwo ein Sumpf, ist ja nicht weit weg. Da können wir sicherlich, das ist zwar der Sumpf, wo wir schon welche geholt haben, aber soweit ich weiß, haben wir da bei weitem nicht alle mitgenommen. Also da müsste schon noch ein bisschen was zu finden sein. Ich glaube ja fast, ouch, hier irgendwie rüber und dann, hier hinten, war der hier hinten oder hier hinten? Weiß ich gerade gar nicht, aber ich glaube, den finden wir schnell wieder, wenn wir ihn brauchen. Also jetzt eben. Da gäbe es noch einiges zu tun hier, die wilde Landschaft von Mount Bittermore zu zähmen hier mit den ganzen Hügeln und allem. Was ist denn hier los? Da hat wohl ein Enderman gewütet. Anders kann ich mir das gerade nicht vorstellen. Da war ein Creeper, man sieht's. Hier das schwarze Schwein in der Familie. Hier, das war glaube ich kein Creeper, das ist ein natürliches Sinkhole. Hier blühen die Blumen. Ich weiß gar nicht, haben wir die angesetzt? Ich glaube nicht. Oder haben wir die angesetzt wegen der Höhle hier? Boah, ich habe keine Ahnung mehr. Ja, irgendwo hier ist ein Sumpf. Ich habe schon gesagt, ja, der ist eh ganz in der Nähe. Ist ja nicht weit weg. Ja, so viel zum Thema ganz in der Nähe. Das hier ist der Urwald, der Dschungel. Chill of the Jungle. Kennt das eigentlich jemand? Chill of the Jungle, dieses... Ja, 2D-Sidescroller, Jump'n'Run ähnliche Spiel. Aber da hinten ist er. Whee, ich tauche. Da fließt Wasser rein in die Höhle. Haben wir das absichtlich gemacht? Ich weiß gar nicht. Hier ist er natürlich der Sumpf. Das heißt, wir müssen uns merken, dass wir hier unter diesem Dings hier durch können. Da geht es nämlich dann auch eben relativ leicht. Hier ist ein Loch. Hier geht's in die Höhle. Oder? Nee. Ah, hier haben wir ja nur mal ein bisschen Dings abgebaut. Hab ich schon gedacht, ein bisschen Clay, ein bisschen Ton. Hab ich schon gefreut und dann war es doch nichts. Ja, hier ist auch eine finstere Höhle, wo unten ein Creeper steht. Ist ja klar, muss natürlich ein Creeper sein. Was denn sonst? Ja. Bauen wir das Zeugs mal hier ab. Hier wäre auch noch ein bisschen Zuckerrohr. Können wir auch gleich mal mitnehmen. Ich hoffe mal, dass das jetzt dann reicht. Hier ist schon wieder Tundra-Biom, aber hier geht es ja weiter mit dem Sumpf. Und so können wir natürlich auch hier hinten können wir auch zurücklaufen. Wir haben natürlich wieder mal den aufwendigsten und dämlichsten Weg genommen, den man sich nur vorstellen kann. Und hier ist... Alter Schwede, hier ist eine Schlucht. Oh, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Ich will hier nicht rein. Ach so, das ist eh ein durchgehender Wasserfall. Ist das krass? Das ist ja mal krass. Die habe ich... Ich war schon mal hier in dem Sumpf, aber die habe ich... Die habe ich echt nicht entdeckt. Eine Schlucht unter einem Sumpf. Coole Sache hier. Dann müssen wir auf jeden Fall mal den Baum hier markieren. Das war das für später mal uns merken. Ich frage mich, ob die mit irgendwelchen anderen Schluchten hier in der Nähe ist ja irgendwo noch eine zweite, ob die verbunden sind. Aber es ist schon eine coole Sache hier. Da ist offenbar echt... Da ist ja ganz schön viel Lava sogar. Oder? Was ist das für ein gelbes Zeug hier? Und das ist Sand. Okay. Ach so, das war die Sanddecke von hier und die ist eben durchgefallen. Okay, alles klar. Und hier geht es dann weiter Richtung Schlucht. Sieht man hier ein bisschen Eisen und Kohle. Naja, lass mal die Schlucht mal Schlucht sein. Hier wäre auch noch ein bisschen Clay. Braucht man im Moment gerade nicht. Der Sumpf hier ist leider ein bisschen klein, aber wir haben jetzt doch, naja, 16 Stück haben wir. Das müsste fürs erste Mal reichen. Ist hier noch irgendwas? Nee. Ach, wie ist denn das? Wenn ich hier durchgrabe, komme ich wahrscheinlich auch in die Schlucht rein. Hier geht's auch rein. Alter, da wimmelt es ja nur so vor Höhlen. Aber hier war man, glaube ich, mal. Es
kommt mir jetzt gerade ein bisschen bekannt vor. Hier so ein bisschen Eisen, das nehmen wir natürlich auch gleich mit. Wenn wir schon dabei sind, nehmen wir das Eisen. Oh, ha, 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 ha. Ich würde auch gern mal so eine Hexe, also so einen Hexenmob finden. Die spawnen ja in Sümpfen. Also, und soweit ich das verstehe, auch in alten Sumpfbiomen. Also nicht mit den Hexenhäusern, aber die Hexen an sich, also nur die Hexen. Aber vielleicht täusche ich mich da auch. Ja, gut, wo sind wir jetzt eigentlich? Hier wachsen Pilze auf dem Baum drauf. Auch mal eine coole Sache. Sieht man nicht so oft. Da hinten ist der Dschungel. Da ist... Au! Oh, da ist ein Durchgang. Ich glaube fast, dass wir hier weiter müssen, oder? Nee. Hier? Jetzt habe ich gerade die Orientierung verloren, ein bisschen. Aber wir werden uns schon noch irgendwie durchkämpfen. Hoffe ich. Hier ist noch eine Seerose und gleich wird es dunkel. Alter Schwede, da müssen wir aber schnell, schleunigst nach Hause laufen. Das können wir jetzt ja so nicht lassen. So von wegen dunkel und so. Da hinten ist der Dschungel, das heißt, das ist schon mal ungefähr die richtige Richtung. Irgendwo hier müsste dann dieser Durchgang sein. Lieber mal das Schwert nehmen. Vielleicht werden wir es brauchen. Nee, das ist immer total falsch. Wo sind wir denn jetzt? Alter, ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Ach, da ist der Durchgang. Da müssen wir durch. Aber ich schätze mal, da werden wir es jetzt mit ein paar spawnenden Gesellen zu tun bekommen. Auf dem Heimweg. Naja, wir haben 17 Wasserpflanzen. Was ist denn das hier? Da war ich doch noch nie. Wo bin ich denn jetzt? Da ist eine Fledermaus. Das kenne ich gar nicht hier. Wo bin ich denn? Ach, doch, natürlich. Hier sind wir. Aber, hä? Da war doch sonst nie eine Höhle. Komisch. Oder sie ist mir nie aufgefallen. Ist zwar eine Riesenhöhle, aber ist mir einfach nicht aufgefallen. Kann ja mal vorkommen. Hier gäbe es auch noch... Mann, da gäbe es so viel noch zu erkunden. Aber irgendwie zieht es mich ja doch irgendwie eher immer in Richtung der Bucht halt hin. So, das hier ist jetzt dieser Vorsprung. Das kennen wir. Das heißt, jetzt müssen wir nur hier langlaufen. Also langlaufen, so wie im Winter eben die Sportart. Haha. Biathlon. Und da hinten ist ja schon unser Turm. Es wird uns zwar wahrscheinlich noch irgendwo ein Creeper in die Luft jagen, aber dieses Risiko müssen wir eingehen. Das ist kein Creeper jetzt zum Glück. Wenn man von unten so hoch geht, dann sieht man natürlich nie, was dort kommt. Und das ist immer so ein bisschen... Ja, ist eine Überraschung halt. Da stehen ein paar Zombies und gleich Creeper auch noch. Und eine Spinne. Hey du, Spinni. Jetzt können wir vielleicht mal eine Schallplatte kriegen. Wie wär's denn, wenn jetzt... Hey, schieß doch auf den... Schieß auf den Creeper. Schieß ihn an. Schieß ihn ab. Schieß ihn ab. Okay, das hat jetzt nicht gereicht. Ich hätte jetzt echt gerne so eine Schallplatte bekommen. Das klappt eben nur, wenn ein... Skelett einen Creeper killt und nachdem hier aber jetzt Creeper sind und Skelette, hätte ich mir gedacht, vielleicht ist das unsere Chance für eine Schallplatte, aber ich fürchte fast, die laufen jetzt irgendwie so blöd rum, dass das halt nicht klappt und naja. Hinter uns kein Creeper. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir hier am besten rum? Ich würde fast vorschlagen, wir gehen lieber mal hier rum. Das scheint mir im Moment der weniger gefährliche Weg zu sein. Wenn wir dann hier hinten einfach durchs Wasser schwimmen können und hier auf die beleuchtete Wiese, das sollte ja zunächst mal noch nichts sein. Also noch nichts gespawnt sein hier. Und da können wir dann in der Ebene, was wesentlich weniger gefährlich ist, unseren Rückzug antreten in den Turm. Ja, ich glaube fast, mein Plan geht einigermaßen auf. Okay, hier ist nochmal Spinnen- und Skelette-Party. Ein Enderman! Sollen wir uns den vornehmen? Hallo Andy! Wo bist du? Wo bist du? Da hinten bist du. Kriegst du was auf die Birne? Okay, jetzt beschießen sie sich gegenseitig. Habe ich nichts dagegen. Mensch, beam dich nicht immer weg, du blödes Vieh. Alter. Schießen die wieder auf mich? Ich dachte, ihr beschießt euch gegenseitig. Habt
euch so schnell wieder versöhnt, oder was? Ja, du hüppel mal hier rum. Wieso beamt er sich immer weg, wenn ich schlagen will? Das haben die früher nie gemacht. Na egal. Laufen wir halt mal zum Turm. Ich glaube, der ist jetzt eh verschwunden. Der wird uns jetzt nicht mehr länger behelligen. Vermute ich mal, ein Creeper. Rein ins Haus. Tür zu. Schnell. Da ist er. Ja, jetzt steht er ratlos herum. Wir legen uns jetzt lieber mal ins Bett. Gute Nacht. Und guten Morgen. Damit dürfte man auch das Problem mit dem Enderman soweit mal gelöst haben, schätze ich. Der Creeper vor der Haustür bleibt uns allerdings leider erhalten. Was machen wir mit dem Burschen hier? Boah. Blöde Sache jetzt natürlich. Wir sind hier von Pfeilen durchbohrt, mehr oder weniger. Also eher sogar mehr als weniger. Hm. Sieht cool aus. Ja, bestimmt nicht gesund. Wo ist er denn jetzt? Ist er schon despawned? Da ist er! Oh, Alter! Nein! Nein! Du Schwein! Du Creeper-Schwein! Ach, er kann nicht mehr raus! Cool! Hey! Hallo! Jetzt machen wir mal was. Ah, haben wir ja noch einen Bogen. Ja, das ist so einer, den wir bekommen haben von irgendeinem Skelett offenbar. Okay. Sortieren wir das mal schnell ein hier. Ich hoffe mal, dass der dann noch da ist, das Creeperchen. Eisenerz können wir in den Ofen legen. Der Creeper hat ja Zeit. Der Creeper springt hoch, der Creeper springt weit, warum auch nicht, er hat ja Zeit. Hier ist er. Pöpf. 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 Und tot ist er. Und jetzt schwemmt es wahrscheinlich, wenn da noch ein Schießpulver dabei war, wird das mit Sicherheit jetzt hier unten durchschwimmen. Naja, egal. Den Bogen hier werfe ich weg, weil ich meine, so einen miesen Bogen, der dann wahrscheinlich gleich mal die Sehne reißt und mir ins Gesicht schlägt, den brauche ich wirklich nicht. Und die Pfeile brauche ich dann natürlich im Moment auch nicht. Also, weiter geht's hier hinten. Wir haben wieder Seerosen. Und somit ist mal das Problem, was wir da vermeintlich hatten, oder vielleicht auch tatsächlich, dass uns das nicht reichen würde, das ist jetzt wieder ja, kein Thema mehr. Machen wir mal hier ein bisschen die Harke. Landwirtschaftssimulator 2013. Die exklusive Vorschau. Und da haben wir ja glatt einen Teil vergessen. So, da ist Gras drauf. Das muss ich erst noch wegmachen. Ich dachte, das macht die Harke gleich von selbst. Oh, Gras. Gras in Minecraft sieht ja schon ganz cool aus, aber irgendwie ist es meistens... Ah, jetzt bin ich gehüpft. Meistens nur im Weg. So, dann pflanzen wir mal. Und ich glaube fast, dass wir hier auch ein Tor reinmachen werden, denn ich möchte dann eigentlich nicht, dass hier irgendwelche Mobs reinlaufen. Und natürlich müssen wir auch Fackeln auf den Zaun draufsetzen, damit hier drin keine Mobs spawnen. So, und hier lang und hier im Zickzack. Wäre natürlich jetzt so eine Sämaschine, was ganz cool ist, aber vielleicht kann man das ja dann irgendwann mit Redstone machen, so eine Art Sähroboter. Ein riesiger Sähroboter, der über die Landschaft spaziert. So wie in Shadow of the Colossus, falls ihr das kennt. Ja, ich glaube, wir haben noch irgendwo ein Zauntor liegen im Turm. Setzen wir das mal ein, wenn nicht, wenn wir halt mal schnell eines craften. Zauntor? Zauntor, jawohl, wir haben noch eins. Dann nehmen wir gleich mal den ganzen Stapel mit. Sind eh nur vier. Setzen hier ein Türchen ein. Das können wir gleich mal in die Kiste werfen. Hier die Samen. Eigentlich
Eigentlich brauchen wir die ja alle nicht mehr, aber naja. Aus nostalgischen Gründen heben wir sie mal auf. Zauntor hier rein und fertig ist das Weizenfeld. Und hier werden wir dann wohl mal weitermachen mit Kürbis und ähnlichen Feldern. Da könnte man eigentlich mal noch was machen, dass man hier schon mal ein bisschen anfangen, das abzureißen. Vielleicht den Zaun zumindest. Und dann in der nächsten Folge auch die Kürbisse und die Melonen selber. Die bleiben uns ja als Samen dann erhalten. Und wir können das ja dann alles wieder aufs Neue anlegen, wenn es soweit ist. Was ist denn los? Wieso geht das nicht? Jetzt habe ich... Ach so, habe ich auf die Erde gezielt. Oder was? Oder wie? Ja, da weiß ich jetzt auch gerade gar nicht auswendig, wie das eigentlich ist. Ich glaube ja, das Wasser... Ja, so war das ja. Die Melonen selber, also dort, wo die Frucht erscheint, das muss neben dem Wasser sein. Ist auch lustig, dass hier so ein kleiner Wasserpool ist. Sieht man es auch nicht so oft irgendwie. Ja, weg mit dem Zaun auf jeden Fall mal. Der Zaun muss dran glauben. Und die Melonen hier können wir eigentlich auch bei der Gelegenheit mit was geht denn das eigentlich am schnellsten? Eh mit der Axt wahrscheinlich, oder? Schätze ich jetzt mal. Oder mit dem Schwert? Ist, glaube ich, ziemlich egal, oder? Ah, mit dem Schwert geht es ein bisschen schneller. Habe ich das Gefühl jetzt. Weiß ich gerade nicht, ob das stimmt oder ich mir das einbilde. Das nehmen wir alles mal mit. Melonensamen oder Kerne haben wir jetzt 11 Stück. Das reicht mal. Melonen selber haben wir auch. Die kann man doch auch irgendwie in Kerne verwandeln. Ja klar. Natürlich. Die sind ja auch da drin in den Scheiben. Ist auch so eine Sache, die mich an Melonen stört, dass da die ganzen Kerne drin sind. Ah ja, jetzt ist die Axt zu Ende. Dann nehmen wir jetzt mal die Effizienz-Axt. Da hacken wir uns jetzt durch wie nichts. Wie mit der Motorsäge. Achso, Melonen ist mit dem Schwert schneller. Na, okay, machen wir es halt mit dem Schwert. Lalala. Kennt man ja von der Melonenernte. Da laufen die Leute mit Schwertern rum, mit mittelalterlichen. Das können wir jetzt einfach so wegmachen. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Weg mit euch, Melönchen. Das hüpfen wir jetzt alles noch. Noch schön Gangnam-Style, op. Glatt, beziehungsweise ich möchte halt nicht, dass hier der Ackerboden bleibt. Das sieht dann irgendwie so komisch aus, finde ich. Geht der eigentlich, weiß das jemand, geht der von selbst weg irgendwann, der Ackerboden? Wenn da nichts gepflanzt ist oder bleibt der für alle Ewigkeiten erhalten? Ich weiß es ja nicht. Das sind so diese coolen Details irgendwie aus Minecraft, die ja sicher irgendwie programmtechnisch umgesetzt sind, denn entweder verschwindet er eben oder auch nicht, die aber dann doch schon ziemliches Experten- und Insiderwissen sind, fast schon. Naja, okay. Hier. Na komm schon. Ich stehe doch drauf. Ich stehe auf dir, Erde. Machen wir das mal zu hier. Das hier weg und das hier auch weg. Und das hier wieder zu. Und damit, den Schnee hier können wir eigentlich auch wegmachen, der stört jetzt hier nur. Können wir uns ja jederzeit einen neuen holen. Und damit haben wir hier wieder Tabula Rasa. Ich glaube fast, dass wir dann hier noch das Ganze ein bisschen vorziehen werden. Ja, machen wir das jetzt noch schnell. So und so. Dann können wir nämlich hier eben an dieser Stelle die weiteren Felder anlegen für den... Ja, für den restlichen Landbau, für zum Beispiel Karotten, Kartoffeln. Natürlich brauchen wir auch noch Felder für... Da war ein Endermann am Werk. Dann brauchen wir natürlich... Ja, für die Hühner brauchen wir dann auch noch Platz, den wir noch gar nicht haben. Da muss ich dann mal die 2 Eier, die ich noch in der Kiste habe, zu diesem Zweck hier verwenden. Da kann man ja, glaube ich, wenn man die wirft, hat man eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ein Huhn rauskommt. Soweit ich das weiß. Wenn nicht, hat man wenigstens Spiegelei. Ja, so sieht's aus. Wir haben hier ein nettes kleines Weizenfeld. Von hier aus dann zugänglich werden weitere Felder angelegt werden. Vor allem schwebt mir hier vor eine ewig lange Reihe. Also einfach ein langer Wassergraben mit Zuckerrohr. Und da können wir dann vielleicht irgendwie Karotten und Kartoffeln machen.
müssen wir mal sehen, wie wir das dann ganz genau hinkriegen. Und hier dann eben zum Beispiel die Hühner und was uns halt sonst noch alles so einfällt. Vielleicht habt ihr ja auch noch Ideen, was irgendwie dazu passen würde zu einer landwirtschaftlichen Umgebung hier. Hier hinten den Wald könnte man bei der Gelegenheit auch mal ein bisschen aufforsten wieder. Dann hätten wir hier gleich noch einen Forst, die Brücke hier rüber. Es gibt noch viel zu tun, aber natürlich nicht vergessen, wenn wir hier landwirtschaftlich mal alles soweit fertig haben, geht's hier weiter mit, hoppala, Taste nicht richtig gedrückt, mit dem Link, also mit Link aus Zelda, der nächsten Figur nach Super Mario. Ja, das ist das Ende der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen. Servus und tschüss.